Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Na klar, machen wir. Habe ich was an? Ich würde sagen, dass ich was an habe. Ja, okay. So ein bisschen was haben wir an. Ja, dann ziehen wir den Rest auch wieder an. So. Ich glaube, da haben wir ja noch nichts. Warum haben wir da eigentlich noch nichts? Das ist schlimm. Dann begeben wir uns auf den Weg. Nach oben. Bin ich dir peinlich? Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? NCPD! Aufmachen! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Was auch immer den jetzt Problem ist. Was geht so bei dir? Hey, yo, wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Wie gefällt dir mein neuer Bot? Hat mir gerade ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was hast du dir denn da gebaut? Was meinst du? Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Malone gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Der lässt lieber seine Fäuste sprechen. Woher hast du den Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbot. Echtes Schnäppchen. Ein guter Chum hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Ja, dann. Los geht's. Füße bewegen und den Kopf auch. Aua! Was ist jetzt passiert? Schlag drauf, Chef! Schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Ich kann Köpfe arrangieren. Interesse. Frag es lieber nicht, warum er explodiert ist. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Du hattest was von Kämpfen gesagt? Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Ja. Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds, als Agent eben. Der Rest gehört dir. Mhm. Beteiligst du dich denn dann auch am Preisgeld? Ja? Klingt fair. Wusste ich. Oder doch. Muss den Einsatz ich Gute stellen? Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen,
kannst du ins Finale einziehen. Alles ja, klar? Ja, schauen wir mal. Glasklar. Gut. Ich sehe das noch nicht. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. So, aber wir wollten ja uns mit Jackie treffen. Und erstmal zum Ripperdorf, weil uns geht's ja nicht so gut. Hey, deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Was? Lass mal sehen. Feines. Sind die alle gar nicht verkehrt? Ah, komm, vielen Dank. Ein paar Waffen hoch. So, ist die auch besser? Nö. Ja, nur doch nicht. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belebt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biwa-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und ja, wer sonst? Eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. Achso, reden wir jetzt mal über gestern? Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab ja, vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshawn. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Oh, ja. Dexter Deshawn. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Bist du dir da sicher, dass der eine neue Crew braucht? Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir. Ja dann, kein Stress. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe.
Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Tja, meistens so, ne? Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Ja. Kann sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Hi. Sind wir denn da? Okay. Ich habe gerade zu tun. Das funktioniert ja super. Eieiei, Hilfe, was ist denn hier los? Zahl der Verkehrstoten steigt. Der neue Bericht, der von NCPD in Zusammenarbeit mit verschiedenen Analysten veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Zahl der tödlichen Unfälle im Verkehr von Night City immer noch ansteigt. Trotz des umfangreichen N-Card-Netzes sind die meisten Menschen immer noch auf den Individualverkehr angewiesen. Der Bericht kommt zu dem schockierenden Ergebnis, dass die Zahl der tödlichen Unfälle in den letzten Wochen um 26% gestiegen ist. Puh, vielleicht sollte ich den Leuten mal beibringen, wie das nochmal mit dem Autofahren ist. Oder mehr selbstfahrende Autos. Kraftfahrzeugboom. Aus den jüngsten Finanzberichten von Thornton, aber auch von verschiedenen anderen Fahrzeugunternehmen wie Quadra und Willeford geht hervor, dass immer mehr Menschen ihre eigenen Fahrzeuge kaufen. Dieser Anstieg der Verkaufszahlen kurbelt die Wirtschaft an, bringt aber auch Probleme mit sich, wie zum Beispiel noch schlechtere Verkehrsbedingungen auf den Straßen von Night City. Tödliche Intelligenz. Mit dem sinkenden Preis von Smart Weapons, Waffen, die selbstmanövrierende Geschosse verwenden, steigt auch die Verbreitung unter den weniger gesetzestreuen Bürgern von Night City. Einem Sprecher zufolge hat das NCPD einen deutlichen Anstieg der Todesfälle durch intelligente Waffen festgestellt. Unternehmen, die keine intelligenten Waffen herstellen, fordern bereits strengere Vorschriften für diese Waffen. Arasaka einigt mit Lizzie's. Man muss es hören, um es zu glauben. Das Unternehmen Arasaka hat sich bereit erklärt, Lizzie's Bar, einem Brandon's Club in Kabuki, eine Entschädigung in beträchtlicher Höhe zu zahlen, als vor 6 Monaten eines ihrer EVs auf dem Dach des Clubs landete. Nach einem langen juristischen Hin und Her konnte Lizzie's den Vergleich für sich entscheiden, nachdem sie unbestreitbare Beweise dafür vorgelegt hatten, dass der EV unrechtmäßig gelandet war und das Unternehmen Arasaka die Schuld trug. Die Höhe des Vergleichs wurde nicht bekannt gegeben und beide Parteien waren für weitere Stellungnahmen nicht zu erreichen. Was war das nochmal mit dem LV? Ja, wo kam der denn her? Komisch, komisch, komisch. Traumateam stürmt Wohnung. Die Bewohner eines Wohnblocks in Japantown wurden Zeuge eines ungewöhnlichen Ereignisses, als ein Traumateam-LV auf einem Balkon des Gebäudes stieg und eine unbekannte Frau evakuierte. Das Viertel ist für eine erhöhte Präsenz von Scavengern in der Umgebung bekannt und viele Anwohner spekulierten, dass ein solch ungewöhnlicher Traumateam-Einsatz mit der Scavenger-Präsenz zusammenhängen musste. Weder das Traumateam noch Vertreter der Stadt waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Was haben wir denn noch für Nachrichten? Also die Nachrichten sollte ich vielleicht schon vorlesen, die sind ja dann ein bisschen wichtig. Hey, wie... Regina Jones hier, ich habe gehört, dass du in Watson Arbeit suchst und zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du gute Arbeit machst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Ich melde mich wieder. Coach Fred. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Erstens Kabuki. Das ist eine Überraschung. Du wirst schon sehen. Zweitens Arroyo. Buck Gangster von Sixth Street. Echtes Aas. Drittens Glenn. Caesar, Fäuste wie Eisenham. Viertens, Animals Club. Rhino, die Frau ist eine Legende, die haut jeden platt. Ja, schauen wir mal, wie gesagt, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir die wirklich machen. Aber wir haben ja Zeit. So. Ich dachte eigentlich, er wollte mich zum Ripper Dog fahren, aber anscheinend müssen doch wir fahren. Ripper Dog,
Hey, Amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Miss D. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstaubt hat. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Machen wir so. Die meisten eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras könnten sie überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Wenn wirklich jemand zugucken würde, hätte ich schon die halbe Unterwelt der Stadt und die Konzerne am Arsch. Was, wenn sie dich ausnutzen, du unwissentlich ihre geheimen Pläne ausführst? Das wird sein. Wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Hey, wie? Ja, servus. Der Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Na klar. Stell dich zu ihm. Ich mache ein Foto. Tu so, als würdest du ihn fürs Verraten von Regierungsgeheimnissen verhaften. Akzeptiert die Wahrheit. Ehe es zu spät ist. Jessica wird sterben, wenn wisst ihr, Katze streicheln muss sein. So. Vicky, fett wie ein Ton. Schuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne, Übelkeit, Überempfindlichkeit gegen Licht. Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Nee. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen, du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hiroshi-Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ja, dann. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Okay, machen wir so.
Kostet nix. Nehmen wir auch mit. Mal noch mehr. Ah, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Oder kann ich mir schon leisten, aber. Nee, braucht man nicht. Alles teuer. Was haben wir da? Das könnte man eigentlich schon, ne? Ich weiß ja sowieso wieder, wie das ausgehen wird. Doch, komm, da brauchen wir Glamour ein hier. Weiß doch wieder, wie es läuft. Was haben wir hier? Kann ich auch noch nicht. Gut, dann haben wir schon. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Coole Sache, coole Sache. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Na, alles dunkel. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Also toll, dass du Zivilist bist. Gut zu wissen. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Sehr schön. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Na klar.
Wer gewinnt? Hernandez. Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hm. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Na dann. So, dann haben wir ja hier auch schon fast alles. Was haben wir denn hier? Eine Urkunde für Victor Vector. Zweiter Platz, Schwergewicht. Für die Open Finals, Watson Boxing Grand Prix. Haha, der Harriet Spooner, Organisatorin. Ach die, ach so. Keyshawn Roberts, NCBA Präsident. 3. April 61. Ja, das ist dann schon ein bisschen her. Ne? Hier noch irgendwas Interessantes? Ne? Dann raus hier. Ich glaube, wir haben ja auch schon irgendwie SMS bekommen. Von Menschen, die genervt sind, dass wir nicht auftauchen. Ne? Hier, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch, Herr Esse. Dex wartet auf uns. Also ich glaube, Jackie möchte gern, dass ich zurückkomme. Ja. Was machst du da? Da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich es zu Hause, weil ich habe sie nicht gesehen. Nee, ich stand auf der anderen Seite. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann es wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Willst du? Schießt du etwa auf die? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Aha. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Mhm. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Ja, schau mal. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Ja, frag mal. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Wie wär's mit einer Mischung aus beiden? Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Hm. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex?
Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab schlechte Erfahrung mit den Dingern. Haben echt einen Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Okay. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware oder ihre Bosse finden heraus, dass sie es vermasselt hat. Nicht schlecht, Mr. V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutzt die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben,
oder ruhmreich draufgehen. Hm? Wir sehen uns. Dann sehen wir uns wohl.